Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Als 2015 das neue ERP-System SAP S/4HANA eingeführt wurde, war die Aufregung groß. Während die einen geradezu von einer Revolution sprachen, regten sich andere über den großen Umstellungsaufwand auf. Wie das Ganze heute aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Marco Lenk. Er ist Chef der DSAG der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Herr Lenk, SAP S/4HANA ist ja nicht bloß ein kleines Software-Update. Selbst Unternehmen, die bereits auf SAP-Basis lange gearbeitet haben, sprechen ja von einem großen Umstellungsaufwand. Wie sieht es denn aktuell in Deutschland aus? Haben viele Unternehmen schon umgestellt bzw. sind vielleicht sogar schon durch? Es ist in der Tat ein großer Umstellungsaufwand. Es ist sozusagen, ich operiere am Herzen, weil das ERP-System ist das Herz der Unternehmen. Und diesbezüglich kann ich sagen, dass wir am Ende letzten Jahres eine Umfrage noch dazu gemacht hatten, wo wir das Investitionsverhalten der Unternehmen analysiert haben. Und damit wurden uns gesagt, dass 3% der Kunden bereits letztes Jahr umgestellt haben und weitere 5% es für dieses Jahr geplant haben. Das ist aber in der Tat noch nicht der Großteil der Unternehmen. Das heißt, seitdem es eingeführt wurde, gerade einmal 3% der Unternehmen. Plus die 5%, die dieses Jahr die Umstellung planen, ja. Haben Sie auch abgefragt, wie es in den nächsten Jahren aussehen wird? Also gibt es da schon ganz konkrete Pläne? Ja, das haben wir. Weitere 33% planen in den nächsten 3 Jahren die Umstellung vorzunehmen. Ab 2021 weitere 20% und knapp 40% der Unternehmen haben sich eben noch nicht entschieden, wann sie diese Umstellung vornehmen werden oder sie wollen auf den alten Lösungen auch bleiben. SAP verspricht den Kunden ja auch viele Vorteile durch das neue ERP-System, zum Beispiel eine bessere Benutzeroberfläche oder Echtzeitanalysen. Sind die Kunden nicht so überzeugt von dem System oder woran liegt es, dass nur so wenige umgestellt haben? Naja, das stimmt schon. Es gibt bessere Benutzeroberflächen, es gibt einfachere Datenmodelle, es gibt schnellere Performance, um diese Analysen zu machen. Das stimmt alles. Aber der Umstellungsaufwand ist eben auch nicht gering. Und die Unternehmen müssen sich eine Strategie überlegen, wie sie diesen Umstellungsaufwand am besten für sich bewerkstelligen. Was ist es denn da, was der hohe Aufwand ist? Sind das die Kosten oder ist das die Zeit? Beides. Ich muss dazu alle meine bestehenden Geschäftsprozesse analysieren und ich muss sie auf der neuen Lösung durchtesten. Das ist ein Umstellungsszenario. Das heißt, ich gehe von meinem Altsystem aus und date dieses Altsystem ab und muss dann alle Prozesse durchtesten, muss sehen, ob sie noch existieren und ob sie noch funktionieren. Ein anderes Szenario, den die Unternehmen auch gehen, ein sogenannter Greenfield Approach, ist, dass ich mir auch überlege, wie baue ich meine Prozesse neu auf, sie in einem separaten System neu aufbaue und dann sukzessive dort reingehen. Auch das ist natürlich ein relativ aufwendiges Verfahren, weil ich muss sie erstmal neu definieren und dann muss ich sukzessive auf die neue Plattform auch gehen. Kann man denn schon sagen, wie viele Unternehmen eher sich für diesen Greenfield-Ansatz entscheiden und wie viele für den Brownfield-Ansatz? Das ist interessanterweise wechselt das. Am Anfang waren sehr viele Unternehmen, die gesagt haben, ich gehe diesen Brownfield-Ansatz, das heißt, ich stelle mein bestehendes System um. Dann haben sich einige Unternehmen noch überlegt, ja, aber es wäre doch eigentlich gut dabei, die Prozesse einmal komplett neu zu durchdenken und neu aufzusetzen. Die sind dann diesen Greenfield-Approach gegangen. Von denen gehen einige jetzt auch wieder zurück, weil sie festgestellt haben, der Aufwand, das auf dem Greenfield zu machen, ist sehr hoch und es dauert sehr lange. Das heißt, wir sehen momentan so eine Wellenbewegung zwischen, wir graden jetzt einfach mal ab und testen die Prozesse durch und auf der anderen Seite, wir denken die Geschäftsprozesse neu. Und das wechselt sehr stark momentan zwischen den Unternehmen und auch die Strategie einzelner Unternehmen tendiert immer mal von dem einen noch zu dem anderen. Vor ein paar Jahren habe ich auch mal in einer Studie gelesen, dass viele als Hürde angegeben haben, dass sie einfach von den Vorteilen gar nicht überzeugt sind. Hat sich das inzwischen geändert, weil man vielleicht erste Erfahrungswerte gesammelt hat? Ja, gerade am Anfang gab es natürlich sehr wenige Business Cases, die wirklich gezeigt haben, wo der Vorteil neben einer besseren Performance und neben der ein oder anderen benutzerfreundlicheren Applikation auch ist. Mit der Weiterentwicklung von S4 kommen dort natürlich auch neue Funktionalitäten hinzu, die für das ein oder andere Unternehmen wirklich auch Vorteile bieten. Auf der anderen Seite steigt natürlich auch der Einführungsaufwand, weil ich muss ja von der alten Umgebung auf die neue Umgebung gehen und diese Stufe wird immer steiler. Also insofern, jeder muss für sich selbst herausfinden, wann für ihn der geeignete Zeitpunkt ist, diesen Umstellungsschritt zu gehen. Früher oder später wird es aber für alle Unternehmen erforderlich sein, sich damit zu beschäftigen und das auch durchzuführen.
Wahrscheinlich deswegen, weil SAP ja auch gesagt hat, dass es die Wartung nur noch ein paar Jahre anbieten wird für das alte System. Genau, es gibt ja zurzeit die Aussage der SAP, dass bis 2025 die Wartung noch garantiert ist. Und wir werden als DSAG natürlich weiter daran mit der SAP arbeiten, auch für nach 2025 noch eine Aussage zu bekommen für die Unternehmen, die gegebenenfalls das bis dahin noch nicht geschafft haben sollten. Ich erinnere mich auch ganz am Anfang, fühlten sich manche Unternehmen in die Ecke gedrängt durch diese Aussage, also im Prinzip so unter Zwang gesetzt, ja, wir müssen jetzt umsteigen. Hat sich dieses Gefühl auch mit der Zeit geändert oder herrscht das immer noch so vor? Das ist natürlich genau die Frage zwischen einem, ich bekomme ein neues System, ich bekomme eine neue Funktionalität und ich muss auch hier modernisieren und ich muss eben auch umstellen. Allgemein kann man natürlich sagen, dass in der Softwareindustrie eine Zusage bis 2025 natürlich schon eine lange Zusage ist. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ERP eben auch das Herzstück der Firmen ist, stelle ich das eben auch nicht mal in 1 bis 2 Jahren so einfach um. Insofern, ich brauche als Unternehmen eine langfristige Perspektive von dem Hersteller. Ich brauche aber natürlich auch eine klare Funktionalitätsverbesserung, eine klare Business Case, um das zu tun. Glauben Sie, dass manche Unternehmen sich am Ende sogar von SAP abwenden werden? Es wird sicherlich das eine oder andere Unternehmen geben, aber ich bin davon überzeugt, dass eine wirklich integrierte Lösung durch eine andere Lösung zu ersetzen für sehr viele Unternehmen sehr, sehr schwierig sein wird. Herr Lenke, danke Ihnen schon mal bis hierhin. Ich habe auch für Sie unsere 3 Fragen von Finance TV mit der Bitte um ganz kurze Antwort, gerne ja, nein. Die erste Frage, lohnt sich eine Umstellung für alle Bestandskunden? Früher oder später ja. Die zweite Frage, warten manche Unternehmen vielleicht zu lange mit der Umstellung und verschwenden so Zeit, wo sie schon von den neuen Funktionalitäten Gebrauch machen könnten? Ich denke nein, weil die Strategie dieser Unternehmen könnte ja auch sein, dass ich mich mit der Digitalisierung noch mit meinem jetzigen System beschäftige. Und die letzte Frage, schadet SAP sich selbst damit, dass sie so eine harte Deadline wegen der Wartung gesetzt haben? Ich glaube nicht, dass die Deadline wirklich hart ist. Ja, danke Ihnen. Ob das wirklich alles so sein wird, werden wir sehen. Vielleicht sprechen wir uns ja sogar in ein paar Jahren genau hierzu da. Ja, danke Ihnen auch, liebe Zuschauer, fürs Zusehen. Das war Finance TV für heute. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, machen Sie es gut.